Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Diesmal filme ich mal schnell mit der Webcam, weil das am schnellsten geht. Wie ihr seht, Assassin's Creed. Ich komme gerade mit meiner Frau aus dem Kino. Wir haben Assassin's Creed geguckt. Und ich hatte ja auch angekündigt, dass ich mit Onkelchen demnächst über Filme reden will und Serien. Und da mache ich jetzt hiermit erstmal einen Auftakt. Ich bin jetzt in der glücklichen Verfassung, weil ich liebe die Spiele von Assassin's Creed. Meine Frau kennt sie nicht, die geht da ganz unparteiisch ran. Der Film hat uns beiden sehr gut gefallen. Mir wahrscheinlich mehr als ihr, weil ich die Serie liebe. Hat auch wie in der Spieleserie, man hat dann halt so, dass man dann halt in Animus kommt und der Animus ist aber hier ein bisschen anders als in den Spielen. Und man ist Gegenwart und Vergangenheit und ja, also ich finde es ausgewogen. Also Badruja, wo man entspannen kann, dann kommt brachiale Action. Die Vergangenheit haben sie richtig geil umgesetzt. Also das hat selbst meine Frau gesagt. Sie findet den Film an sich findet sie gut. Ist Action drin, haben sie alle gut umgesetzt, bloß die Story findet sie flach. Aber so die Action und wie sie es aufgebaut haben, so an sich findet sie alle toll, bloß die Story ist ihr zu flach, also sie kam da mit der Story nicht so zurecht. Also das war nicht ihr Ding. Ich fand das geil. Ich fand es richtig, richtig geil. Ich hoffe, dass Ubisoft damit nur den ersten Stein gesetzt hat, dass da vielleicht noch mehrere Filme kommen. Vielleicht auch noch eine Verfilmung von den Spielen, die es bis jetzt gab, dass sie da vielleicht auch noch mal was machen. Wäre natürlich auch richtig nice. Wir haben uns den in normal angeguckt und nicht 3D. Also ich werde mir den, sobald der auf Blu-ray ist, werde ich mir den in 3D kaufen. Das steht so fest wie das Amen in der Kirche. Ich will auch nicht so viel spoilern. Also deswegen sage ich nichts von der Story, weil ihr sollt den ja selber hochgucken wollen. Ich wollte halt nur meinen Senf dazu geben, wie er mir persönlich gefallen hat. Und ich bin aber megamäßig. Ich habe da gesessen in im Kinostuhl und ich dachte, geil. Nein, geil, geil. Ja, also es ist wirklich richtig hammermäßig umgesetzt. Gewöhnungsbedürftig für mich war halt am Anfang, wie sie den Animus umgesetzt haben. Weil man kennt das ja so, dass man sich auf diese Liege sitzt, liegt und dann. Und hier ist es halt also mit so einem Bauchgürtel und so, aber im Endeffekt haben sie das richtig geil umgesetzt für den Film. Dann hat man ihn so gesehen, wie er sich da so bewegt mit diesem Gürtel, aber er selber ist ja im Animus drin und ist halt praktisch. Und dann hat man so Rauchwolken gesehen und dann konnten die da rumgestanden haben, auch sehen, was er sieht. Und oh, Alter, leck mich am Arsch, war das geil. Und dann auf einmal, der hat auch Überlänge, der Film, der ging 1 Stunde 53, glaube ich. Und auf einmal war die Zeit weg. Wo ich gedacht habe, was, der hat doch gerade erst angefangen. Noch ein bisschen mehr. Bisschen mehr. Aber leider nicht. Also wenn ihr die Spiele liebt, ja, haltet mich mal auf dem Laufenden. Schreibt mir doch mal bitte in die Videokommentare, wie euch, wenn ihr den schon geguckt habt, der Film gefallen hat. Ob ihr den Film gucken wollt oder ob ihr sagt, lieber nur spielen oder nee, kann mit dem Spielen nicht anfangen, werde ich mir den Film nicht angucken. Das würde mich interessieren. Mich hat er megamäßig geflasht und ich freue mich ehrlich gesagt schon auf die nächsten Filme von Ubisoft. Als kleine Randinformation, Ubisoft hat damals, wo der Film angekündigt wurde, hat Ubisoft gesagt, wir möchten halt, dass der Film nicht von irgendwelchen x-beliebigen Leuten gemacht wird, die mit der Reihe nicht anfangen können. Wir wollen ein Erlebnis für unsere Fans haben, ein Erlebnis für die Fans der Serie Assassin's Creed haben, womit sie was anfangen können. Wir lassen das alles bei uns im Haus und haben dann Ubi Film gegründet oder so. Oder halt jedenfalls läuft das alles unterm Dach von Ubisoft und haben da 100 Millionen drin gesteckt oder so. Ich weiß es ja nicht mehr so genau. Und haben auch die einzelnen Entwicklerteams angewiesen, also die einzelnen Entwicklerteams von den Assassin's Creed-Spielen, mit den Leuten, die die Filme machen, zusammenarbeiten zu müssen. Also, ja, dass halt wirklich das Ergebnis rauskommt, was den Assassin's Creed-Fan glücklich macht. Und danach haben sie dann gesagt, wir machen noch ein paar andere Filme. Ich weiß ja nicht mehr, welche das waren. Ich glaube, Watch Dogs war auch mit bei.
Ich weiß es ja nicht. Jedenfalls, dann, nachdem sie das angekündigt haben und der erste Trailer kam, wobei ich muss sagen muss, was sie da in diesem Trailer damals gezeigt haben, wo sie Assassin's Creed angekündigt haben, kam im Film überhaupt nicht vor. Das sah eher aus wie Assassin's Creed 3, so indianermäßig und in Amerika und so. Und das ist jetzt wo hat das gespielt? In Gibraltar. Richtig geil. Also das hat, also der erste Trailer hat überhaupt nichts damit zu tun. Also wo sie da so die Spannung aufgebaut haben, das sah eher Assassin's Creed 3 aus. Der erste Trailer danach hat man dann gesehen, worum es denn so in etwa gehen wird. Aber richtig geil umgelöst, umgesetzt. Mensch, ey, ich bin noch ein bisschen baff vom Film, ey. Und ich freue mich halt schon auf die nächsten. Ich weiß jetzt auch nicht, ich muss mal nachher nochmal gucken. Ich poste, mach die Kommentare in die Videobeschreibung. Wenn ich es noch finde, die Liste von den Filmen, was Ubisoft noch in Planung hatte. Ich hatte mir das mal aufgeschrieben. Das haben sie damals mal gesagt. Das ist aber auch schon über ein Jahr her. Wenn ich es noch auf meiner Festplatte habe, poste ich es mit in die Videobeschreibung. So, das soll es auch soweit gewesen sein. Ich wollte nur euch sagen, dass ich drinne war, dass er geil ist, also für mich geil ist. Und ich bin mal auf eure Meinung sehr gespannt, wie er euch gefallen hat und ob ihr den überhaupt gucken wollt. Ich verabschiede mich bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.